Und damit herzlich willkommen am Sonntagabend bei Hardcore Colonization. Hallo, schön, dass ihr es einrichten konntet. Und wir sind heute zwar nicht am Nachmittag unterwegs, aber dafür am Abend. Und ja, ich bin vor einer Stunde zurückgekommen von meinem Wochenendausflug und jetzt geht's auch schon direkt in den Livestream und wir machen heute da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und als allererstes dann nochmal lieben Dank an den Zero Odysseus, der hat einen Follow dagelassen während dem Vorspann. Willkommen bei den Kommunauten, ganz viel Spaß beim Zugucken. Und nee, heute gibt es keinen Kaffee, es ist schon zu spät für Kaffee. Heute gibt es was Ordentliches zu trinken. Wir machen das heute mal so rum. Heute gibt es, naja, was Alkoholhaltiges. Soweit spoilere ich das schon mal. Und ansonsten dann erstmal ein Hallo an, oh Gott, ich scroll das ganze KSP mit rein. Ein Hallo an den Elu, den Emojack, den Navis, den Dajin, den TJ Körbel, den Neokörmen, den Freedom Nard, den Mickey Sakimi, den Eyona, Antrax, Mimir und Hatay Hansu. So rum, Hatay Hansu. So, jetzt aber. Sehr schön. Gut, also, gleich schon mal vorneweg. Wir fangen heute ein bisschen später an. Und wie das so ist, wenn man später anfängt, dann kann man auch ein bisschen eher aufhören. Ich werde wahrscheinlich nur so um die 2 Stunden heute machen, weil ich natürlich noch ein paar Sachen von meinem kleinen Wochenendtrip auspacken und fertig machen muss, weil ich muss ja morgen auch wieder arbeiten. Also von daher, bitte nicht böse sein, aber heute werden es keine 3 Stunden, sondern wir machen das so um und bei im 2-Stunden-Modus. Vielleicht werden es auch 2 Stunden 15. Gucken wir mal. Was steht heute an? Wir haben ja letztes Mal den Hover Rover fertig gebaut und schon mal im Orbit geparkt. Das sind aber noch ein paar Tage bis zum Duna-Startfenster. Die Zeit werden wir sicherlich überbrücken mit so ein paar Missionen, die jetzt langsam mal zum Ende kommen müssen. Und Tranquility Base here. The Eagle has landed. Ayuna, danke für deine Resubscription. 3. Monat in Folge. Yay, langsam wird's. Genau, was ich gerade sagen wollte. Und wir müssen mal gucken, wo eventuell noch Versorgungsmissionen nötig sind in der Zeit. Oh, 18 Tage. Oh, die Mining Rover, da sollten wir mal vorbeigucken, wie weit die sind. Dann können die mal in die Basis gehen, weil eigentlich müssen die nicht die ganze Zeit im Rover sitzen. Die Moon Space Station wird auch fällig für eine Versorgungsmission in den nächsten 125 Tagen. Ja, das war es aber auch schon. Okay, also, was ansteht, ist also, wir werden mal vorbeigucken bei unserer lustigen Minmus Scan Probe? Ne, das ist sie nicht. Das ist sie nicht. Ja, und Hatay Hansu, jetzt auch willkommen bei den Körbonauten. Viel Spaß beim Zugucken. Ich glaube, es ist der Orbiter. Ist es der Orbiter, der dieses Relay-Ding macht? Ich muss da mal hingucken. Irgendeiner macht diese lustige Magnetometric Survey Mission ja ewig, seit Ewigkeiten schon gefühlt. Und die müsste jetzt langsam mal bald durch sein. So, und jetzt versuche ich mal rauszufinden. Habe ich den Idel ausgelassen? Idel, das tut mir sehr leid, wenn ich dich übersehen habe. Sorry und natürlich auch dir ein ganz herzliches und liebes Willkommen. Das war keine Absicht. So, das ist es, genau. 12 Tage noch. Okay, dann ist das hier auch erledigt. Sehr schön. Sehr schön, dann haben wir das auch durch. Science Data from Surface of Minmus. Mit ein bisschen Glück erledigt sich das bald, wenn mal wieder was automatisch gefunkt wird. Das machen wir alles später. Genau, und die Scans laufen noch am Minmus. Die sind jetzt bei 15%. Das wird sicherlich in den nächsten Tagen auch vorwärts gehen. Das heißt, hier haben wir noch 12 Tage. Das können wir uns mal adden. Minmus-Länder, das ist der Minmus Magnetic Survey. Der ist fertig in Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, in 12 Tagen. Zack, so, dann haben wir das schon mal auf dem Schirm. Entschuldigt bitte. So, und dann können wir jetzt mal rüber hüpfen. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Dankeschön, hat Herrn. So, das ging aber flink. Es freut mich, dass man dich so schnell davon überzeugen konnte, dass es das hier wert ist, zu subscriben. So, und dann hüpfen wir jetzt mal rüber zur Moonbase, denn wir müssen mal gucken, dass wir da auf der Mondbasis unseren Rover. Mining Rover, das sieht ganz gut aus, oder? Ist das richtig?
Das müsste richtig sein. Oh, die sind gerade im Dunkeln, die Jungs. Dass wir unseren Rover mal ein bisschen leeren, dass da nicht so viele Leute drin sitzen, weil der hat natürlich nicht so endlos viele Vorräte an Bord. Und wenn da jetzt drei Leute längerfristig drin sitzen, dann wird es halt einfach sehr schnell sehr leer im Vorratstank. Und der Bia hat auch noch ein Follow dagelassen. Vielen lieben Dank und viel Spaß beim Zugucken. So, da sind aber noch ein paar andere Leute reingerutscht, sehe ich gerade. Der Furzbacke ist mittlerweile da und Senfsoße und Bootbye. Bootbi? Bootbye oder Bootbi? Ich glaube, die Frage habe ich schon mal gestellt. Das ist nicht das, was ich wollte. Das ist fast das, was ich wollte. Oh, irgendwas wackelte eben ganz fürchterlich, aber hat sich wieder gelegt. Okay, sehr schön. Ich bin, glaube ich, im Mining Rover. Das sieht gut aus, ja. Sehr gut. Okay, Mining Rover. Da sitzt unser Miner drin, unser Pilot und unser Engineer. Ich bin mir mal ziemlich sicher, dass der Engineer hier eigentlich gar nichts tun muss. Wir sind. Wir sind verbunden mit dem Reaktor, aber der Reaktor ist nicht hochgefahren, sehe ich das richtig? Ich glaube, ich sehe das richtig. Der Reaktor ist nicht an. Ich mache mal den Reaktor an. Das wäre nämlich total sinnvoll, wenn wir den Reaktor hochfahren würden, damit er auch Strom erzeugt. So, wie ist denn unsere Ressourcenproduktion so gelaufen? Tranquility Base here. The Eagle has landed. Vielen lieben Dank auch an Senfsoße und freut mich, dass es dir immer noch so viel Spaß macht, dass du nochmal eine Subscription da lässt. Was ist denn heute los? Subscription Day, habt ihr alle Geld bekommen? Vielen lieben Dank. So, jetzt gucken wir mal. Ich muss mal meine Geräte sortieren. Also der hier baut ja. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Wenn es läuft, dann läuft's. Gleich muss ich das auch kürzer stellen, weil ich gar nicht mehr zum Reden komme. Auch dir vielen lieben Dank, Bruno. Und ja, sehr schön. Läuft. Jetzt gucke ich trotzdem mal nach, was wir machen. Also Gypsum scheint ziemlich voll zu sein. Jetzt ist die Frage, habe ich den Umwandler schon angeschmissen? Tranquility Base here. The Eagle has landed. Jarrowfire, vielen lieben Dank. Jetzt ist aber gut. Ihr macht ja hier, ihr macht mich ja ganz verlegen. 114,74 Load. Doch, es funktioniert. Ich glaube ja, das liegt daran, ich könnte auf zwei Slots. Also, das ist mir letztes Mal noch aufgefallen. Das muss ich jetzt gleich mal mit dem Engineer mir angucken. Da sind ja zwei Slots drin und bisher läuft nur der eine Slot. Und meine Überlegung wäre jetzt, dass man ja theoretisch mit dem Herrn Ingenieur den zweiten Slot auch noch umstellen kann. Und das ist jetzt gleich ein kleiner Fanservice auch noch für den, ich glaube, der Mine Devil hatte im Discord gefragt. Mine Devil, falls du gerade zuguckst oder dir die Aufzeichnung anguckst, dann guck dir jetzt genau an, was ich mache, weil du wolltest ja wissen, was man einstellen muss, damit das mit der Fertilizer-Produktion klappt. Und da ich jetzt den zweiten Slot umstelle, musst du jetzt genau das tun, was ich tue. Falls ich was falsch mache zwischendrin, dann solltest du. Oh, warte mal, hier ist irgendwas schiefgegangen, ne? Das Ding ist runtergerutscht von seinem Grundanker und das bewegt sich irgendwie auch. Das ist erschreckend. Okay. Das ist nicht gut. Das hat so gewackelt. Das sollten wir lösen hier, oder? Nee, sollten wir das lösen? Nee. Mist, das ist noch keine richtig gute Konstruktion. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Okay, Furzbacke, vielen lieben Dank. Hervorragend. Man muss da nämlich hier drauf drücken. Halt. Entschuldigung. Oh, nee, man muss darauf drücken. Aber ich habe keine. Irgendwas fehlt. Specialized Part oder Materialkits. Man muss nämlich das hier ändern durch draufdrücken auf Fertilizer to Fertilizer. Aber. Ah! Irgendwie rutscht das alles. Ich muss mal ganz kurz wieder rein. Verdammt, verdammt, verdammt. Das ist nicht gut, wenn das rutscht. Das rutscht hier nämlich langsam um die Base rum. Kann ich hier einen Ground Tether setzen? Jetzt besser, oder? Jetzt hat's aufgehört. Huh, hat's aufgehört? Nicht wirklich, habe ich so das Gefühl. Ja. Okay, Material Kits sind alle. Reaktor läuft, aber
Fertilizer ist auch schon ein bisschen was produziert. Mir fehlen wahrscheinlich Specialized Parts. Irgendwas fehlt. Was habe ich denn hier noch da? Material Kits habe ich keine und Specialized Parts habe ich wahrscheinlich auch keine. Also kann ich vermutlich einfach gerade nichts umstellen. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Schwierig. Schwierig, schwierig. Das ist ja blöd. Das heißt, ich kann es jetzt gerade nicht anstellen, das zweite Teil. Weil mir da die Bauteile für fehlen, wenn ich das richtig sehe. Gut, aber was wir jetzt mal machen können, ist, unser Ingenieur und die anderen Typen können jetzt eigentlich mal rübergehen in die Hauptbude. Denn der Mining Truck ist soweit erstmal randvoll. Da müssen wir gar nicht so viel tun. Wir müssen aber auf jeden Fall mit der nächsten Versorgungsrakete, das können wir uns mal irgendwie, ich schreibe mir das gleich auf und ihr merkt euch das dann hoffentlich auch, müssen wir unbedingt ein bisschen Material Kits und Specialized Parts mitbringen, damit wir das umstellen können. Was ist hier noch drin? Machinery, na gut, das hilft uns jetzt nicht so besonders viel. Schade. Schade. So. Oh, warte mal. Engineer? Scientist? Kann der Scientist nicht da drüben wohnen und Anbausachen machen? Nee, ach, hier sind Anbausachen. Das läuft hoffentlich auch schon. Nee, tut es noch nicht. Wie kriegen wir denn jetzt den Fertilizer hier rüber? Mulchs haben wir da. Fertilizer muss hier rein. We need Fertilizers. Der ist jetzt natürlich ganz da hinten drin, ne? Also über die Transfermethoden muss ich mir irgendwie noch einen Kopf machen. Aber vielleicht kann ich den einfach. Wartet mal. Wenn ich hier Start Agroponics mache. Missing Machinery. Zack. Aber hier ist doch Machinery drin. Muss ich die rüber transferieren tatsächlich? Missing Fertilizer. Okay, den muss man tatsächlich rein transferieren. Das ist ja ärgerlich. Ich dachte, dass dieses Warehouse-Ding genau das macht. Ah, das mit der Schlauchverbindung ist halt ein bisschen risikobehaftet, ne? Okay, jetzt pumpen wir da erstmal Machinery rein. Also die muss tatsächlich hier drin liegen. Ha. Okay, dann müssen wir das Ding jetzt einmal auffüllen, damit das sauber klappt. Und dann wahrscheinlich mal zumindest grundsätzlich. So, und dann können wir den Mulch hier auch gleich umfüllen, wenn der da drin sein muss. So, und dann können wir den Fertilizer einmal umfüllen. Ich glaube, 100 Einheiten haben wir auch schon erschaffen. Da muss der Ingenieur mal kurz eine Verbindung setzen. Das hilft ja nichts. Dann können wir vielleicht den Mining Truck einfach mal kurz aus dem Weg schaffen. So, geht's. Was toll wäre, wenn das einfach so ginge, aufgrund von. Geht aber nicht. Aufgrund von Planetary Warehouse oder irgendwie sowas. Aber vielleicht muss ich das auch einfach anschalten. Das ist der Knöpkes da. Okay, das ist die Moonbase Bravo Dings. Der Avionics haben. Ah, jetzt bin ich wieder überall, nirgendwo. So. Hat das Ding ein Warehouse an? Planetary Warehouse ist off. Okay, aber wir müssen eigentlich nur das da verbinden. Das heißt, was wir jetzt mal machen, der gute Kollege von der Mining Front kann mal umziehen gehen. Der Pilot muss das Ding gleich wegfahren. Und dann muss der Ingenieur einmal die Verbindung abmachen. Und dann fahren wir den Rover zur Seite und verbinden den schon produzierten Fertilizer mit dem anderen Teil. Gucken, ob das so funktioniert. Ein Truck bauen. Ja, eigentlich würde ich das gerne irgendwie rüber normal transferieren. Ich glaube, ich kriege auch irgendwann mal diese Flexo-Tubes, um diese Basis miteinander zu verbinden. Die habe ich halt leider einfach noch nicht. So, jetzt machen wir hier mal Licht an.
Oh, wait, hier sind gar keine Supplies drin. Das ist nicht gut. Keine Supplies. Hier kann ich nicht wohnen. Tanja Cookies, danke fürs Follow. Hier müssen also auch noch Supplies rein. Ärgerlich. Verdammt. Das hatte ich mir auch anders vorgestellt. Okay, das hilft uns so nicht. Dann muss er erstmal umziehen. Dann muss er doch erstmal da drüben drin wohnen. Da müssen wir auch noch eine Verbindung herstellen. Mann, das muss echt alles miteinander verbunden sein, oder? Aber ich habe echt Angst, dass uns das irgendwann um die Ohren fliegt. Aber hilft ja nichts. So. Dann fliegt er jetzt erstmal in die Hauptbasis rein. Solarpanel. Knapp dran vorbei. Ja, wir müssen das gleich mal kurz ein bisschen umstrukturieren, auf jeden Fall. Weil eigentlich haben wir alles da, um Essen zu produzieren. Es ist natürlich schade, wenn man das nicht tun kann, weil es alles in unterschiedlichen Tanks liegt. Das hilft ja dann nicht besonders weit. So, weil jetzt hätten wir auf die Art und Weise 134 Tage hier in der Basis. Aber, wie gesagt, wir können ja theoretisch, wenn wir wollen. Wir müssen nur irgendwie mal Verbindungen schaffen. Und jetzt ist meine Überlegung gerade, den Truck jetzt erstmal zur Seite zu fahren. Dafür muss ich aber wahrscheinlich mit dem Ingenieur erstmal die Leitungen lösen. So. Schauen wir mal. Kleine Ladepause. So. So, der gute Schraubomat ist auch schon in Benutzung. So, jetzt machen wir hier mal. Das ist natürlich echt doof, dass es das hier abgegangen ist. Aber gut, wenigstens ist es nicht komplett gebuggt. Also das hätte auch schlimmer enden können. So, jetzt machen wir hier mal, ne? Unlink. Pock. Eieieiei. Eieieiei. Okay. Ist ja nochmal gut gegangen. Muss jetzt nur die richtige Richtung finden, dass ich zu dem Rover komme. Da ist er. So, jetzt machen wir hier mal den Bohrer aus. Gypsum ist nämlich voll. Stop und retract. Und hier hätte ich natürlich auch mal gleich noch retracten können. So. Ist alles noch nicht so optimal, aber wir sind auf einem guten Weg. So, das können wir auch erstmal einziehen. Das können wir erstmal einziehen. Die brauchen wir jetzt gerade nicht. So, Räder können raus. Warte mal, Handbremse ist drin. Jawohl, Räder können raus. Zack, das sieht okay aus. Gut. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig ausparken, damit wir nichts kaputt machen. Und Nevo, danke auch für dein Follow. Und wir retracten jetzt hier mal die ganzen. Landebeinchen. So. Zack. Gut, hier ist ein Connector-Port dran. Den brauchen wir aber im Moment nicht. Jetzt fahren wir mal ein kleines Stück vorwärts links. Oh, irgendwas. Irgendwas will gerade nicht. Was ist los mit dir? Warum fährst du nicht? Was hält ihn auf? Na, warum will er denn jetzt nicht? Ganz zäh. Das ist jetzt eigenartig. Ich befürchte fast, der hat das Toggle Ground Tfer übernommen.
die Richtung. Mal jetzt prüfen, ob meine Theorie Bestand hat, wenn ich den wieder verbinde und das Ground Tether aufhebe, ob er sich dann bewegen kann. Das wäre jetzt zumindest so eine Vermutung. Link. Ne? So. Das könnte sein, theoretisch, dass er sich jetzt hier das Toggle Ground Tether übernommen hat von der anderen Geschichte. Wo hat Winter seinen Führerschein gemacht? Nicht auf dem Mond, das ist ja das Problem. So, jetzt einmal den Rover wiederfinden. Da ist er. So, und jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt machen wir hier mal Toggle Ground Tether released. So. Jetzt zack. Zack. Alter, roll nicht in den blöden Dings rein. Dankeschön. So, Handbremse scheint zu funktionieren. Das war die Richtung, ne? Das war nicht die Richtung. Irgendwie so. Jetzt anlinken wir ihn nochmal. Na, jetzt. Zack. So, das ist jetzt natürlich richtig kacke für das Ding hier, weil das wahrscheinlich komische Sachen machen wird. Ne, es bleibt erstmal stehen. Ja, da müssen wir auch gleich nochmal konzeptionell ran, würde ich sagen. Das ist es noch nicht so ganz. Meine Güte, ich schaffe es echt immer in die falsche Richtung zu schalten. So. Da ist er. So, und jetzt sagt meine Theorie, kann ich ihn wieder bewegen, weil jetzt kein Ground Tether mehr für ihn getriggert. Aha, tatsächlich gut geraten. Okay, also das Ground Tether scheint auf alle bodengebundenen Teile dann übernommen zu werden. So, jetzt müssen wir hier ganz vorsichtig ausparken, dass wir nichts kaputt machen. So. Ich glaube, ich parke den tatsächlich mal so ein paar Meter nach hinten, dass er einfach mit dem Licht die ganze Szenerie hier ein bisschen beleuchten kann. So, das stört er schon mal nicht. Handbremse rein, wir machen ein Solarpanel auch raus. So, und dann kann Niklas Körmann dann nämlich erstmal Abflug machen. Und auch ins Haus zurück. So. Gut, den Rest muss dann gleich der Ingenieur machen. Der Pilot kann erstmal auch sein verdientes Päuschen machen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Das ist jetzt natürlich alles ein bisschen tricky insgesamt, aber sollte tun. Also erstmal müssen wir einfach nur jetzt den Fertilizer darüber gepumpt bekommen. Langfristig müssen wir das mal ordentlich bauen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt gerade machen will. Irgendwie so. Da ist ja ein Connector-Port. Den probiere ich jetzt einfach mal rüber zu ziehen. Um den Fertilizer, der hier drin ist, schon mal rüber zu pumpen. Dann haben wir... Dann haben wir zumindest schon mal... einen Anfang, dann können wir nämlich hier schon mal beginnen, Lebensmittel herzustellen. Oder Supplies in dem Fall heißt es ja. Mal gucken, ob das Kabel lang genug ist. Dip, 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 dip. Sehr schön, okay. Dann müssen wir jetzt die Basis suchen. Und wahrscheinlich einmal... Ach, es lädt, das macht sogar schon, aber wir pumpen jetzt den Fertilizer. Das funktioniert dann wieder witzigerweise. Wir pumpen den Fertilizer jetzt aber mal rüber, dass ich diese Verbindung wieder öffnen kann. Was ist denn da los? Der Mond ist hinter dieser Grenze fürchterlich dunkel, seht ihr das? Die dunkle Seite des Mondes beginnt hier.
Exakt vor unserer Haustür. So, ich trinke jetzt erstmal was. Schön, dass das schon mal so weit funktioniert hat. Aber was ich immer gedacht habe, mit diesem Planetary Warehouse-Kram, dass der dann so Sachen verteilt. Das scheint aber nicht mit allem zu funktionieren. Denn was ich schon mal definitiv sagen kann, mit was es nicht funktioniert, ist Lebensmittel. Denn das hat gar kein Planetary Warehouse-Ding. Das Teil, das macht es natürlich nicht einfacher. Ich muss mal unten auf dem Planeten gucken. Den Glen Grant gibt es wieder zu trinken. Genau, ich bin da noch nicht umgestiegen. Der hat es mir im Moment ein wenig angetan. Im positiven Sinne. So, ja, was machen wir denn jetzt vor lauter Elend? Ich glaube, es ist erstmal so okay. Wir müssen uns noch was überlegen und ich muss mal im Forschungsbaum gucken, ob wir diese Flexotubes irgendwie bekommen können. Weil so macht das jetzt erstmal nur sehr eingeschränkt Sinn. Also es ist jetzt erstmal okay, der wird jetzt wahrscheinlich eine Weile lang produzieren können. Strom sieht gut aus, also wir bekommen, das scheint zu funktionieren witzigerweise. Achso, ja gut, weil wir jetzt auch mit dem Atomreaktor verbunden sind, ne? Das wäre mal spannend, ob das hinhaut mit dem Strom übertragen. Moonbase Invi, so. Wenn wir den jetzt anpluggen. Zack. Ob dann immer noch Strom übertragen wird. Achso, ja, sind jetzt wieder zwei. So, jetzt verbraucht der Electric Charge. Okay. Aber wenn wir jetzt. Es gab nämlich so eine Theorie, die würde ich jetzt gerne mal überprüfen wegen unserem Stromadapter-Ding. Inventory, sehr schön, da ist auch eins drin. Wenn wir das hier ranbauen. Dass dann eventuell schon Stromverbindung quasi wireless funktioniert. Tut es nicht. Okay. Schade. Okay, dann gab es eine weitere Theorie. Oder wartet mal, mein Nukularreaktor hat so Dinger dran, ja. PDU Range 500 Meter. Aber es ist doch da. PDU Range 500 Meter. Es gab die Theorie, dass man sonst mit dem lustigen das sind ja die Connector Ports. Mit was wollten wir das nochmal verbinden? Ach, mit diesen Steckern, ne? Wo sind denn die? Wo habe ich denn meine Stecker hingegammelt? Das sind sie nicht. Dass man es mit G machen kann, gab es noch die Theorie, aber ich glaube da auch nicht dran. Ich glaube eher, dass das Ding wireless ist, aber aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ich die Stecker hingeschmissen habe. Vor lauter Unordnung. Ach, was soll das nur auf Duna werden, wenn es schon auf dem Moon so unordentlich ist? Was soll das nur auf Duna werden? Und Nerf, Nevo, Nevo, ich weiß gar nicht, Nevo, falls ich noch nicht Hallo gesagt habe. Hallo und danke fürs Follow. Keine Kabel. Aber Essen, Notfallessen. Na, immerhin. Kann es ja nur noch da drüben drin sein. Oder irgendwo im Rover. Oder ich habe sie verbummelt. So. Ja, dieses Ressourcen hin und her übertragen, ohne die Basis zu einem riesigen Leckhaufen zu machen, das ist mir noch nicht so ganz klar, wie das funktionieren soll. Plötzlich wollen wir fliegen, junger Mann. Ja. Schade. Hä, wo sind denn die Stecker hin? Okay, wenn sie nicht im Rover sind, habe ich sie echt verbummelt. Das wäre ärgerlich, wenn ich meine Stecker verlegt habe.
Ja, die Theorie gab es auch schon, mit dem man braucht die. Man braucht den Schraubenzieher. Die hatte ich letztens geäußert, weil man es ja für Surface Experiment Pack braucht. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob die PDUs tatsächlich was mit dem Surface Experiment Pack zu tun haben. Ich glaube nämlich nicht.